Bei der Elettrica kombiniert Vespa die klassische schöne Karosserie des italienischen Rollers mit einem Elektroantrieb. Im Modelljahrgang 2020 ist die Vespa Elettrica in einer Version mit einer Bauartgeschwindigkeit von 70 km/h erhältlich. Die Elektro-Vespa hat zwei unbestreitbare Vorteile. Sie ist leise und die mit ihr gefahrenen Kilometer sind lokal emissionsfrei. Die Fahrleistungen sind nicht unbedingt mit jenen von konventionellen 125er Rollern vergleichbar. Die Beschleunigung von 0 bis ca. 30 km/h geht in Ordnung, dann wird es ein bisschen zäh. Dementsprechend viel Anlauf benötigt man, um die 130 kg schwere Elettrica auf 70 km/h Spitze zu bringen. Beim Dreh haben wir es nicht geschafft. Im normalen Fahrbetrieb auf langen, ebenen Straßenabschnitten mit viel Mühe jedoch schon. Im Fahrbetrieb kann zwischen unterschiedlichen Modi gewählt werden. Es gibt den Eco-Modus, der ist recht zäh, aber dafür für die Reichweite recht hilfreich. Dann gibt es den Power-Modus und dann gibt es auch noch einen Retourgang. Im Eco-Modus soll eine Reichweite von bis zu 100 km möglich sein. Im Power-Modus werden 70 km angegeben. Realistisch im Alltagsbetrieb sind 50 bis 60 km. Geladen wird am Fahrzeug. Unter der Sitzbank gibt es einen Stecker, den man an die konventionelle Haushaltssteckdose anstecken kann. Der Akku-Pack kann aber nicht herausgenommen werden für den Ladevorgang. Ein vollständiger Ladezyklus dauert im Optimalfall 4 Stunden. Beim Laden kann die Sitzbank übrigens verschlossen bleiben. Fummelig ist die Absperrkappe des Ladekabels. Außerdem darf man das Ladekabel nur bis zu einer roten Markierung herausziehen, da sonst die Ladung verwehrt bleibt. Der Elektromotor der Vespa Elettrica leistet 3,6 Kilowatt oder 4,8 PS. Und gegenüber dem Vorjahresmodell wurde das unangenehme Motorengeräusch, ein aufdringliches Surren, behoben. Die Vespa Elettrica 70 km/h kostet zum Produktionszeitpunkt dieses Videos abzüglich aller Förderungen 6.590 Euro. Der Listenpreis beträgt stolze 7.890 Euro. Minuspunkte neben dem recht stolzen Verkaufspreis sind die überschaubare Reichweite, die Fahrleistungen, die weit entfernt von einem konventionellen 125er Roller sind und dass der Akku für den Ladevorgang nicht herausnehmbar ist. Vorteile der Vespa Elettrica sind, dass mittlerweile wirklich die Geräuschkulisse sehr angenehm gestaltet wurde und dass alle gefahrenen Kilometer lokal emissionsfrei absolviert werden. Und das Ganze zum bekannten Vespa-Feeling dazu.